Donnerstag, 2. Mai, in der oberen Halle des altehrwürdigen Bremer Rathauses. Von nah und fern strömten musikbesessene Fans in das historische Gebäude, um einen ganz besonderen Höhepunkt beizuwohnen. Das Goldene Buch der Stadt Bremen, in der sich bereits zahlreiche Würdenträger verewigten, sollte an diesem Tage einen weiteren prominenten Schriftzug erhalten. James Last mit 80 Millionen verkauften Schallplatten, der König der Bandlieder, ist zu Besuch in seiner Geburtsstadt Bremen. Auf den Wege gebracht hat die Würdigung des Sebaldsbrücker Jungen Hans James Last Uwe Woltemat, verbunden mit der Auszeichnung Profil 2002, die alljährlich an verdiente Repräsentanten aus dem Bremer Raum verliehen wird. Bei einem Erfrischungsgetränk und den Rhythmen der Swinging Fireballs erlebten die erwartungsvollen Anhänger dann endlich den großen Moment. Wenn du lachst, lacht die Welt auch mit dir. Dies ist mit Sicherheit das Motto des bekanntesten Bremers in der großen, weiten Welt. Neben Boris Becker, Michael Jackson und anderen Stars verewigte sich James Lars mit den Worten: Hier bin ich geboren, hier komme ich immer wieder her. Verziert mit einigen Noten. Im Originalton Bürgermeister Dr. Henning Scherf. Also, ich will jetzt mal einfach drüber wegbrüllen, weil die hier vorne so stur sind. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Das ist doch Bremer, das ist alles stur. Den wohl berühmtesten Bremer unserer Tage wieder in Bremen begrüßen zu können. Ich glaube, wenn man so auf den Globus guckt und um den Globus herum guckt, gibt es keinen, jedenfalls keinen, der noch lebt, der so bekannt und so berühmt ist wie James Last. Und darum ist das ganz toll. Und darum ist das ganz toll, dass er. Und darum ist ganz toll, dass er anlässlich seines Konzerts heute Abend, ich weiß nicht, ob da noch Karten für gibt, aber das müsst ihr irgendwo anders ausmachen. Also jedenfalls anlässlich dieses Konzerts hier ins Rathaus gekommen ist, in sein Rathaus gekommen ist, um sich endlich in das Goldene Buch der Stadt einzutragen. Da wollen eigentlich alle die, die wir ins Herz geschlossen haben, rein, und ihn haben wir besonders ins Herz geschlossen, und darum passt das ganz besonders schön. Er hat da reingeschrieben, da sind wir eigentlich mal gemeinsam lesen. Ob er war Bürgermeister, hat gesagt.
Hier bin ich geboren, hier komme ich immer wieder her. Und dann hat er Noten aufgemalt, das ist ja nun für einen Musiker genau richtig, aber da hat er keinen Text drunter geschrieben. Wie heißt die Noten? It's my happy heart you're here. Das war einer von meinen größten Erfolgen im Ausland. Deutschland war auch schon auf etwas, aber das heißt eben, es ist mein glücklichstes Herz, das hier hört. Angekommen, it's my happy heart you're here. Einer deiner ersten großen Hits und der passt nun so richtig, ja. Weil er mit dem und seiner Geburtsstadt. Das ist super. Ich kann das ja nicht erklären, was er abends fühlt. In meinem Alter da auf der Bühne, das ist unglaublich. Wenn man dann noch nach Bremen kommt, ja. Heimatstadt. Er hat übrigens seine Frau mitgebracht, wollte die auch mal sehen? Ja. Die zeigt er nie vor, aber die ist so schick. Hier, da ist sie, kommt mit mal hier. Jetzt soll's einen Preis geben. Preis geben. Ich will das ganz kurz machen. Henning Scherf hat das ja schon so freundlich gesagt, der bekannteste Bremer überhaupt der aktuellen Zeit. Und die Wirtschaftspressekonferenz Bremen Nordwest, die sich das zur Aufgabe gemacht hat, Leute zu ehren und auszuzeichnen, die überregional für Bremen und die Region etwas getan haben, hat dieses Jahr zum ersten Mal einen Preis gestiftet, der heißt Profil 2002. Im nächsten Jahr wird er dann Profil 2003 heißen. Und da war es uns eine Freude, den an James Last zu verleihen, was ich hiermit dann gerne tun möchte. Und rutsch mal rüber ein bisschen. Ja. Eine Ehre. James Last ist nun Preisträger des Profil 2002, eine Auszeichnung der Wirtschaftspressekonferenz Bremen Nordwest. Dann natürlich noch die angenehme Pflicht, Autogramme für die Verehrerin und Erinnerungen, die länger als ein halbes Jahrhundert zurückliegen. Oh, das war 1936. Ja, aus Bremen, ja, im Restaurant kam er immer zu mir. Da waren wir noch so groß, ne? Ja, das stimmt, da hast du immer noch Matrosenanzug angehabt. Und einen weißen Matrosenanzug hattest du an. Von Mutter gemacht. Ja, oh ja, das war so nicht damals. Ja, meine Frage, lieber James Lars, haben Sie mit so einem großen Empfang in der oberen Rathaushalle hier gerechnet? Überhaupt nicht. Ich denke, ich habe gedacht, können wir Bürgermeister ein bisschen alleine sprechen, aber ja. Das ist ja schon wieder empfohlen, ne? Ja, der musste zu einem anderen Termin jetzt dringend. Ja, klar. Das habe ich auch nicht erwartet. Und dann hier mit der Musik, mit der Band hier, so, das ist schon eine Überraschung gewesen, muss ich sagen. Auftritt in Bremen damit auch immer was Besonderes für Sie? Das ist ganz klar. Es war alles ein Heimspiel, aber vom Heimspiel, der stottert man am meisten. Ja, das ist so. Und was sagen Sie zu Werder, wo Sie gerade Heimspiel sagen? Ja, ich habe ja die Spiele erreicht, die sie wollten. Und ein bisschen Geld in die Kasse. Hoffentlich. Wenn sie nicht zu sehr vom Kirche abhängig sind. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg für heute Abend. Toi, toi, toi. Danke. Und ein schönes Konzert. Danke. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Wir werden das Beste tun.